Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Cyberpunk 2077. Ja, wir haben in den letzten Folgen hier so ein bisschen die Stadt unsicher gemacht. Wenn das in dieser Folge auch noch ein bisschen machen. Huch, falsche Taste. Ich guck gerade mal, was hier auf dem Weg jetzt noch liegt. Hier sind noch zwei Nebenmissionen bzw. ein Auftrag. Vielleicht können wir den ja erstmal machen. Und dann gucken wir mal, was dort so sich verborgen hält. Und wir wollen eigentlich zu Mama Wells, zu Jackies Beerdigung. Da werden wir auch noch hingehen, keine Sorge. Aber auf dem Weg dorthin machen wir jetzt hier einfach so ein bisschen was mit. Das kann ja nicht schaden. Dann lernen wir auch ein bisschen die Gegend kennen. Können vor allen Dingen ein bisschen Credits verdienen. Neue Waffen sammeln und, und. Mein Kunde braucht einen bestimmten Splitter. Leider steckt besagter Splitter im Kopf eines Kuriers, der in der Leichenhalle eines Krematoriums liegt. Details anbei. Okay. Rückholaktion. Splitter mit Demon-Programm beschaffen. Krematorium La Katrina. Ich muss dich leider um einen kleinen Akt christlicher Sünde bitten. Das Stören der Totenruhe. Der Name der armen Sau ist Jim Grayer, hat instabile Splitter geschmuggelt, indem er sich selbst in den Kopf gesteckt hat. Leider ging genau das bei seiner letzten Tour schief. Ein Dämon ist aus seinem kleinen Käfig entkommen und hat Grayers Hirn geröstet. Jetzt liegt dieser Jim Grayer also zusammen mit dem Splitter meines Klienten im Bestattungsunternehmen La Katrina. Geh ins La Katrina, finde Grayers Leichnam und schnapp dir den Splitter, bevor er zu Asche verwandelt wird. Aber sei vorsichtig, der Besitzer des Krematoriums steckt mit den Valentinos unter einer Decke. Dort werden die nämlich ihre Leichen los. Eine falsche Bewegung und du landest auch im Feuer. Okay, das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Was haben wir hier? Lesbar. Ja, wie kann ich helfen? Wir kommen gleich. Wir fürchten den Tod nicht. Was gibt es zu fürchten? Santa Muerte ist eine gütige Kameradin, unsere enge Begleiterin. Wir wissen, wie wir mit ihr zu sprechen haben und wir wissen, wann Verhandeln zwecklos ist. Dies ist eine der ersten Antworten, die ich bekam, als ich Bewohner von Vista del Rey über Santa Muerte, heiliger Tod, befragte. Ihre Verehrung, offiziell von der katholischen Kirche missbilligt und gleichzeitig stark von ihren Riten beeinflusst, ist überaus beliebt bei Menschen mexikanischer Herkunft, insbesondere in Night City. Nur wenige wissen, dass der Kult seine Wurzeln im Altertum findet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Santa Muerte zunächst aus einer Verschmelzung der Glauben der Azteken, Mayas und anderen Ureinwohner Südamerikas mit den Lehren der katholischen Kirche entstanden ist. Unsere Herrin des Heiligen Todes, auch bekannt als Señora de la Noche, Dame der Nacht, ist eine faszinierende Gottheit. Ihre breite Anhängerschaft reicht von Häftlingen über Gangster und Drogendealer bis hin zu Polizisten, Prostituierten und anderen, die unter dem Mantel der Nacht arbeiten. In anderen Worten, alle, deren Leben ständig in Gefahr ist. Um die Wende des 21. Jahrhunderts betreten sogar verfolgte Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft zu ihr. Santa Muerte gewährt ihren Schutz jedem, der darum bittet und eine angemessene Offerte an ihrem Altar hinterlässt. Rum und Tequila, Obst, Zigaretten, Süßigkeiten oder Blumen. Interessanterweise herrscht der Glaube vor, dass sie nicht zwischen moralisch vertretbaren und moralisch zweifelhaften Anliegen unterscheidet. Ihre Anhänger beten für Gesundheit und Glück, aber auch für Rache oder den Tod ihrer Feinde. Unabhängig von der Art ihrer Bitte darf niemand vergessen, dass jedes Gebet einen Preis hat. Wer nicht zahlt, der nimmt Santa Muerte eine nahestehende Person und das zu Recht. Santa Muerte ist keine x-beliebige kryptonische Göttin der Unterwelt. Sie ist die Heilige der Ausgestoßenen, der Verbannten, all jener, die sich nicht als würdig genug sehen, um Gott direkt um Eingreifen zu bitten. Von daher ist es kaum überraschend, dass so viele Bewohner Night City sie als ihre Schutzherrin sehen. Okay. Habt ihr Sonderangebote? Wie geht's? Hey, habt ihr Sonderangebote? Kommt drauf an. Möchtest du jemanden einäschern? Oder ist es für dich selbst? Bisschen zu früh für mich. Selbst in meinem Alter.
Man kann nie wissen. Wenn du jetzt zuschlägst, erhältst du 50% Rabatt mit unserem Feuerfrei fürs Seelenheil-Angebot. Ich weiß. Klingt so gut, um wahr zu sein. Ist es aber. Die Details stehen alle in unserer Gratis-Broschüre. Ich gehöre zur Familie Greyer. Ich möchte den Leichnam sehen. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Nur Mitarbeiter haben Zugang zur Leichenhalle. Okay. So, das ist schon mal ein Feind. Da hinten steht einer. Alberto war ein außergewöhnlicher Mann. Wahrlich. Was zur Hölle? In schweren Zeiten war er gefasst und debil. Ich an die Welt. Heute nehmen wir Abschied. Bisschen was zu essen. So, hier könnte man mal gucken. Fertigkeitssplitter, Shinobi. Ah, okay, hier sind wir dann auf der Toilette. Okay, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Gehen wir mal ums Gebäude herum vielleicht. Da können wir schon mal hacken. 55 1C1C oder 1C55. Den nehmen. So, haben wir alle drei. Perfekt. Vielleicht auch von hier unten rein. Sollen wir mal gucken. Technische Fähigkeit. Das klappt auf jeden Fall. Oh, habe ich mich erschrocken. Okay, da kommen wir wieder in die Leichenhalle. Den lassen wir mal. Was wir machen, wenn wir den Splitter haben? Hier hätten wir ein Fluchtauto. So, wo geht's hier hin? Da geht's auch wieder in die große Halle, in den Vorraum beziehungsweise. Bisschen Kohle, da liegt auch noch Geld rum. Und damit können wir uns verlinken. Dann können wir auch nochmal hacken. 1C55E9. Kommen wir nicht so wirklich weiter. Lass mich mal kurz überlegen. Ah, verdammt. Okay, und nachschauen können wir vielleicht auch nochmal. Schalten wir mal aus. Da sind noch irgendwo zwei Kameras verbunden. Jetzt sind sie ausgeschaltet. Oh, guck mal, hier können wir auch hacken. Den Automaten.
551C. Okay, dann gehen wir nach unten. Den ganzen Zeit hast du nichts als Leid. Hör auf zu jammern. Sei froh, dass du überhaupt noch lebst. Das war nicht beabsichtigt. Da drüben steht auch noch einer. Den versuchen wir uns mal schnell zu holen, bevor der sich umdreht. Bist du das? Ne, Eric Alvarado. Das ist wahrscheinlich dann einer von denen hier. Jim Grayer. Da haben wir den Splitter. Und wir sollen das Krematorium verlassen. Statt der Treppe können wir auch den hier nehmen. Können wir den hier auch nochmal hacken. BD. Jetzt können wir uns den erholen hier. Hallo? Sicher einer meiner Groupies. Oh, der hat uns gehört. Aber der hört gleich wieder auf zu suchen, glaube ich. Oder wir machen es so. Ah, das war der Ping. Sei kein verfickter Cabron, Okay. So, da haben wir noch ein Gespräch. Fuck, Ignacio, was los? Haben sie dir ins Hirn geschissen? Was fällt dir ein, mir deinen Müll zu geben? Das war meine Abuela, du Arschloch. Moment, Moment, wovon redest du, Mann? Ich war die Urne mit der Asche meiner Abuela abholen, ja? Elena Guerrero war ziemlich schwer, also habe ich reingeguckt. Und was war drin? Kippen, Kronkorken und weiß der Teufel was noch. Ist in dieser Welt denn nichts mehr heilig? Sorry, Bro, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Dann finde es heraus. Ich will den Namen von dem kleinen Stück Scheiße, die das verbockt hat. Sonst schiebe ich dich lebend ins Krematorium, kapiert? Wird nicht nötig sein, ich bin schon dran. So, die Restlichen haben nichts mitbekommen hier. Und wir haben ein schickes Auto. So, ganz in der Nähe. Wir sollen den Splitter noch an dem Ort hinterlegen. Das machen wir noch. Autsch.
Das war richtig an dumm. Alle verfügbaren Einheiten, Verstärkung in Haywood benötigt. Das Übliche also. Verstanden, Zentrale. So, können wir den nicht abgeben? Ach, geht jetzt wahrscheinlich nicht, weil wir gerade gesucht werden. Jetzt müssen wir kurz die Polizei abhängen. Sorry, Leute. Ich wollte einfach nur parken und der Polizist, der ist mir vor das Auto gelaufen. So, jetzt blinken die Sterne. Jetzt müsste das gleich aufhören. Okay, super. Jetzt können wir. So, Missions-Item hinterlegen. Haben wir gemacht. Dann können wir nochmal gucken. Ja, Rest müssen wir einfach mal zerlegen. Können wir eigentlich direkt mal machen. Waffen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt Z mit Z zerlegen wir die Dinger. Da kriegen wir halt Komponenten zum Herstellen anderer Sachen wiederum. Einige der Waffen sind sicherlich auch besser als die, die wir jetzt gerade haben. Aber wir kommen ja auch so ganz gut zurecht bisher. Deswegen, und Waffen finden wir alle naslang. Waffenzoom. Ja, Waffenzoom ist nicht so wichtig. Beide dasselbe. Resistenz gegen Nahkampfschaden. Können wir mal anziehen. Das zerlegen wir. Ja, die haben leider keine Boni, die sie geben gerade. Die beiden auch nicht. Was ist hier? Trainingsoverall brauchen wir auch alles nicht. Okay, damit sind wir schon mal erstmal wieder aufgeräumt hier. Du bist ein Geschenk des Himmels, wie. Der dämonbesessene Splitter ist unterwegs zum Kunden. Und dein Geld zu dir. Auftrag abgeschlossen. Okay, was ist hier los? So, hier unten gibt es noch eine Nebenmission. Die holen wir uns auch nochmal. Oh, eine Straße weiter. Okay, was ist hier explodiert? Okay, wow. So, was haben wir hier? Skippy. Neue Fingerabdrücke erkannt. Bitte was? Erhöhe Lautstärke um 33%. Neue Fingerabdrücke erkannt. Was? Was zum Teufel bist du? Nutzeranfrage. Technische Spezifikationen. AJKE-11, experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI. Name, Skippy. Skippy, dein Ernst? Skippy, echt jetzt? Lautstärke um 66% erhöht. Name? Ich bin nicht taub. Verstanden. Normaler Gehörsinn.
Potenzielles Problem. Niedriger IQ. Sprachfrequenz um 33% reduziert. Mein Name ist Skippy. Willst du mich ver... Oh, egal. So hieß dein Besitzer? Gehörst du dem Typen in dem Müllcontainer? Speicher wird abgerufen. Kapazitäten zu 100% frei. Alle Dateien wurden manuell gelöscht. Mögliche Ursache, Diebstahl. Besitzer, unbekannt. Lösungsvorschläge, keine. Ich hätte einen. Ich nehme dich mit. Verarbeite Vorschlag. Keine Einwände gefunden. Kann ich dich umbenennen? Kann ich dich umtaufen? Nein. Warum nicht? Ich bin immerhin dein neuer Besitzer. Lautstärke um 300% erhöht. Nein! Für diesen Vorgang sind Adminrechte erforderlich. Die nötigen Rechte liegen nicht vor. Bist du voll funktionsfähig? Bist du noch voll funktionsfähig? Systemdiagnose wird durchgeführt. Vorgang dauert voraussichtlich 47 Sekunden. Bam, bam, bedam. Was? Was soll das werden? Eine beruhigende Melodie, um die Wartezeit angenehmer zu machen. Bam, bam, bedam, bam, bam, bedam, bam. Diagnose erfolgreich abgeschlossen. Programm Skippy Version 0.01 Alpha wird korrekt ausgeführt. Was kannst du so alles? Na gut, was kannst du eigentlich, außer mir hier ein Ohr abzukauen? Hauptfunktion, automatisches Zielen. Falls sich mein Besitzer in Gefahr befindet, selbstständiges Schießen. Bitte einen von zwei Betriebsmodi auswählen. Erster Modus, kätzchenliebender Pazifist. Ausschließlich Beine werden anvisiert. Zweiter Modus, eiskalter Killer. Ausschließlich Köpfe werden anvisiert. Eiskalter Killer, bitte. Eiskalter Killer? Genau mein Ding. Ändere Einstellungen. Bam, bam, bedam. Bam, bam, bedam, bam. Ugh. Modus eingestellt. Eiskalter Killer. Viel Spaß beim Töten. Okay, cool. Aber wir haben gerade keinen Smart Link, glaube ich. Deswegen nehmen wir erstmal unsere andere Waffe wieder. Todesursache unbekannt. Keine Aufzeichnungen gefunden. Mordverdacht. Verlasse das Gebiet, damit du nicht verdächtig wirst. Ja, das sollten wir vielleicht tun. Ach Mann, warum drücke ich denn immer verkehrt hier? So, und hier unten war noch ein NCPD-File. Den wollen wir uns auch nochmal angucken. Vielleicht kommen wir hier zwischen den Häusern auch durch. Ja, da ist wieder Stacheldraht dran. Aber wir sind drüber. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Man nennt mich El Capitan. Und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen. Hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden. Ei, ei, Captain. Wo wir dabei sind, brauchst du einen neuen Schlitten? Einen Motorrad? Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Okay, machen wir. Okay, und noch was. Wenn du mal vorbeikommen willst, persönlich mit mir zu reden, sowas, mach das ruhig. Bin ehrlich gesagt ganz schön neugierig darauf, dich mal kennenzulernen. Auf gutes Gelingen, Night City. Nach der Pause, die Cyberpsychose. So, wie gehen wir hier am besten vor? Okay, der dreht sich um. Können wir den hier mal kurz ablenken? Der Ripper hat die Kalibrierung versaut. Ach, jetzt geht der daran. Schade. Zurück! Okay, wir gehen mal raus. Ich hasse kleines Kopfscheißer wie dich. Hör auf deine Instinkte!
Können wir den jetzt zumindest schon mal ausschalten, weil die jetzt alle ein bisschen weggucken. So. Vielleicht würden Sie uns gerne mitteilen, wie viel Geld Sie auf den Kaiman-Inseln bunkern. Also ich weiß nicht, wie oft ich das noch erklären muss. Oh oh. Behaupt ihn mit Kugeln! Okay. Ich dachte, der geht hier den anderen Weg wieder zurück. So, haben wir alle. Einmal hacken bitte. E97A7A. Kriegen wir noch den BD mit. Anweisungen. Wir wollen den Einwohnern von Vista klar und deutlich sagen, die Tinos werden euch nicht beschützen. Die Valentinos sind schwach. Die Valentinos bedeuten nichts als Ärger. Also kreuzen wir da mit gezückten Waffen auf. Ich will eine Schießerei, über die ganze verdammte Woche lang in den Nachrichten berichtet wird. Wir wollen, dass sie Angst vor uns haben. Dass sie um Gnade winseln, sorgt dafür. Okay, Mission abgeschlossen. Das NCPD kann sich wirklich glücklich schätzen, dass wir hier so aufräumen. Okay, dann schnell wieder raus hier aus der Spielhalle. Das Auto können wir nehmen. Und wir machen den Überfall noch. Und dann gehen wir zu Mama Wells. Müssen wir mal schauen, wie wir da hochkommen. Vielleicht auch mit Springen oder so. Hier hinten soll es irgendwo hochgehen. Da ist der Feuerleiter. Hoch. Eine. Oder was zum Ablenken? Okay, da kommen wir nicht hoch, glaube ich. Immer schauen sie in unsere Richtung. Das ist ja wie verhext hier mit uns.
Dem könnten wir warten, bis er wieder in eine andere Richtung sieht. Wie jetzt zum Beispiel. Jetzt würde ich den oben ausschalten. Oh, da ist ja auch noch jemand. Sehr schön, das hat hingehauen. So, irgendwie müssen wir die Person da wegkriegen. Gucken wir mal, ob wir von oben irgendwo was sehen, wo wir sie hinlocken können. So, jetzt müssen wir nur noch den ausschalten, dann haben wir alle. Steht auf. Ich glaube, das waren alle. Felix und Quincy. Q, irgendwas stimmt nicht. Ich spüre es. Ich kann nicht schlafen. Meine Beine kribbeln. Ich schwör's dir. Da braut sich gerade irgendeine Scheiße zusammen. Wir müssen rauskriegen, was die Valentinos vorhaben. Sonst ficken die uns ohne Gleitgel in den Arsch. Amen dazu. Ich habe mich mal ganz nett mit ein paar Jungs, mit ein paar ihrer Jungs unterhalten. Aber die haben den Scheiß gewusst. Die ganz großen Pläne sind dem Fußvolk wohl noch nicht offenbart worden. Muss schon zugeben, die Jungs haben es mir nicht einfach gemacht. Haben ein paar Wochen durchgehalten, bevor ich was aus ihnen rausquetschen konnte. Und dann habe ich ihnen eine Beerdigung spendiert. Okay, zurück zum Thema. Es gibt da diesen Schuppen, das Coyote. Hast vielleicht schon davon gehört. Daneben steht eine Antenne. Wenn wir uns da reinklinken, ein bisschen Malware installieren und so weiter, können wir vielleicht ihre Anrufe abhören. Nice, nicht schlecht. Schnapp dir den besten Runner, den du so auf die Schnelle kriegen kannst und kling dich da ein. Aber passt verdammt nochmal höllisch gut auf, okay? Feindliches Territorium und so. Keine Sorge, das höre ich gern. Viel Glück da draußen. Ja, das ging doch gut. Endlich mal einen Job erledigt hier, ohne aufzufallen. Okay, dann sind wir hier fertig. Können wieder runter. Und dann brauchen wir nur noch zu Mama Wells. Das gleich hier um die Ecke. Das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.